Hallo ihr Lieben, hier ist Ulrike für das Bastelstübchen. Ich bin unabhängig der Make-up-Frauen und heute wird wieder gebastelt. Ich habe mich rar gemacht, ich weiß. Es war auch einiges los bei uns und ging einem halt einfach nicht anders. Aber jetzt bin ich wieder da, habe auch etwas vorbereitet und zwar eine Halloween-Reihe. Und zwar ist am 31. Oktober Halloween, weiß jeder. Auch wenn es bei uns nicht ganz so berühmt ist wie in Amerika. Trotzdem haben wir so schöne Sets dieses Jahr, beziehungsweise ein Set ganz besonders. Und wie das geht, das zeige ich euch. Mitgebracht habe ich hier diesen kleinen Hexenbesen. Und darunter versteckt sich natürlich ein Chupa-Chup-Lutscher. Da sind jetzt die Minis, also ich gebe euch, ihr könnt auch die größeren verpacken, da würde ich dann eben halt nur einen Zentimeter mehr nehmen. Ne? Wie das geht, zeige ich euch. Als erstes braucht ihr, ups, jetzt schmeiße ich das gute Designerpapier schon weg. Das brauchen wir gleich auch, ich wollte das eigentlich sagen. Und den Papierschneider, und zwar nehmt euch am Schwarz natürlich am besten ein Stück Farbkarton DIN A4 und schneidet auf der langen Seite 5 cm ab. Beziehungsweise ihr falzt bei einem Zentimeter auf der kleinen Seite, falzt ihr schon mal. Das weg. Dann dreht ihr euch das Ganze um 90 Grad, 180 Grad, Entschuldigung. Und falzt bei und schneidet bei 5 cm. Diese kleine Falz, die ihr habt, die brauchen wir. Und zwar knickt ihr euch die um. Und da kommt dann Farbfuse oder doppelseitiges Klebeband, je nachdem, was ihr benötigt oder was ihr besser habt, was ihr habt. Wenn ihr beides habt, könnt ihr euch das aussuchen. Und das wird dann hier so mittig draufgeklebt. Ihr könnt euch das ja so schön abreißen. Das ist ja schön, das ist ja Abreißband. So. Und bevor wir damit irgendwas machen, schneiden wir. Stamping Up hat man eine Fransenschere gehabt. Hab ich nicht. Also ich muss mühselig alles hier und jetzt fangt ihr an zu schneiden. Bis zu dieser Falzlinie hier. Auch nicht schön sein, kann ruhig unregelmäßig sein, ein bisschen schräg, bisschen. Ja, ist ja ein Hexenbesen, muss nicht wirklich hübsch sein. So, und das Ganze macht ihr jetzt. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. So sieht das aus. Jetzt muss ich da allerdings noch mal an der Innenseite reinmachen. Jetzt mal gucken. Das ist die Innenseite. Was habe ich ja beim anderen nicht gemacht? Wie gesagt, ich habe das ja schon vorbereitet. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze jetzt auf einen großen, es gibt ja auch die Maxi, da weiß ich es nicht, aber die machen normale Größe, weiß ich, der nimmt hier anstatt 5 cm, 6 cm die gleiche, dürfte theoretisch die gleiche Breite auch sein, 21 cm. Und das Ganze, einmal, falsche Seite, ne? Einmal abgezuppelt hier. Und dann nehmt ihr euch ganz einfach so, also ich habe jetzt die Mini, wie gesagt, und legt hier mal so an, dass ein bisschen das noch rüber guckt, dass das noch übersteht. Und dann dreht ihr einfach diesen Lutscher hoch. Was ist da hier oben denn dran? Keine Ahnung. Die Farbe. Ihr könnt natürlich auch weniger machen, wenn ihr sagt, nee, das reicht mir jetzt schon. Also ich habe das jetzt die komplette Ich habe jetzt die ganze Breite genommen, weil ich das schön finde, wenn der Besen auch so ein bisschen fluffig ist. Und man nicht gleich durchschauen kann. So. Dann haben wir den Besen schon mal fertig und der steht. Hoppala. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall Deko. Und zwar habe ich bei dem so einen kleinen Hut, den habe ich schon ausgeschnitten gehabt. Beziehungsweise ich mache so einen kleinen Hut. Gucken.
Da. Da habe ich nämlich auch schon einen rausgeschnitten, wie ihr seht. Und das macht man ganz einfach. Ich nehme jetzt wieder so einen. Den nehme ich jetzt mal her. Ihr könnt natürlich auch eine Spinne ausschneiden, etc. Also ich habe es jetzt nicht gemacht. Mir geht es jetzt einfach darum, einen Hut. Und den nehme ich natürlich jetzt auch ein Kürbisgelb. Weil auch schwarz auf schwarz ist ja nicht wirklich so. Na. Das war den. So, das kommt beiseite. Den ganz schnell ausgeschnitten hier. Wie gesagt, wir können den natürlich auch stempeln, aber ich find, fand den ein bisschen gestempelt, ein bisschen zu groß. So, das ist schon mal fertig. So, dann brauche ich noch einen Spruch. Ich habe hier, ist ja Vanille pur drin in dem Papier. Und dann nehme ich mir dann natürlich auf jeden Fall diesen süßen Spruch, dieses oder saures. Den finde ich total toll. So, einmal aufgezogen. Natürlich stempel ich mit Schwarz. Und das Ganze stempel ich mir dann hier so hin. Huch! Auch nicht schlecht. Muss ich mal wieder sauber machen. So. Der kommt jetzt trotzdem mal wieder da drauf. So. Und dann habe ich mir die Stanzen genommen. Das klassische Etikett, das ist aus dem Hauptkatalog. Da passt das nämlich total toll drauf, dieses Süßes oder Saures. Und einfach nochmal ausgestanzt. Ich habe die Mini-Dimension irgendwie nicht hier mitgenommen, glaube ich, oder doch? Schauen wir einmal. Geht auch so, und zwar für das Schild. So. Und ein dickerer Dimension, der kommt einfach unter den Hut. Und jetzt müssen wir noch, brauchen wir noch den Leinenfaden. Und den haben wir da. Den habe ich hier. Und dann nehme ich einfach mir was von ab. Und halt einmal so ein bisschen was über. Und wie gesagt, jetzt einfach rumwickeln. Ihr müsst nicht schön sein. Wie gesagt, das ist ein Hexenbesen. Also nichts irgendwie überwältigendes. Und dann macht ihr einfach einen Doppelknoten rein. Na, wenn er denn will. Aber irgendwie, ich habe mir die Nägel zu kurz geschnitten. Jetzt komme ich gar nicht damit klar. So. Also ehrlich. Na, so, ein Knoten, den haben wir schon mal. Es ist ja nicht so leicht, ne? Ja, wie gesagt, wenn man Fingernägel gewöhnt ist. So, jetzt ist es aber auch okay. Jetzt schnibbeln wir das hier um. Kann ruhig ein bisschen, wie gesagt, nicht gleichmäßig. Kann ruhig ein bisschen unmöglich aussehen. Ist ja ein Hexenwesen und der braucht nicht schick aussehen. So, jetzt haben wir das soweit fertig. Ihr könnt das aus. Ich habe es jetzt da hinten gemacht, den Besen. Und jetzt setze ich erstmal dieses oder saures dran. Wie gesagt, wenn ihr erstmal einen gemacht habt, und zwar, ich habe schon ein paar mehr gemacht, dann mittlerweile wieder verschenkt. Dann hätte ich euch mehr demonstrieren können. Und dann tue ich den einfach hier unten so rum. Und der wird jetzt daneben geklebt. Und dann passt das. So, der kommt einfach hier oben rüber. Und schon ist euer kleines Goodie fertig. Das ist meine Variante vom Hexenbesen. Ich lege die mal so hin, dann seht ihr die vielleicht ein bisschen besser. Ja,
Das war der erste Streich von Halloween. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde jetzt jeden Tag ein paar reinstellen. Insgesamt habe ich mir, glaube ich, 8 oder 10 Projekte ausgesucht. Jeden Tag ein Halloween-Projekt und dann geht es natürlich auch weiter mit Weihnachtsprodukten. Gar kein Problem. Meine Lieben, schaut auf meine Homepage nach. Die da lautet www.ulis-bastelstäbchen.de. Da sind ganz neu die ganz neuen Aktionen von Stamping Up. Denkt dran, heute ist der letzte Tag, wo ihr bestellen könnt bei den Fastuse. Wenn ihr einen Fastuse, also Flink und Sichtkleber kauft, bekommt ihr noch 2 Nachfüller dazu. Also ich kann noch heute Abend bestellen, wenn ihr was möchtet, sofort anrufen und oder P-Mail und ich mache eure Bestellung noch fertig. Ja, alle anderen Aktionen mit Designerpapieren etc. findet ihr, wie gesagt, auf meiner Homepage. Wenn Fragen sind, meine Kontaktdaten steht da. Natürlich gerne. Ruft mich an oder schreibt eine E-Mail. Ich melde mich umgehend bei euch. So, das war's von mir. Ich sag wie gehabt, bleibt kreativ, bleibt gesund. Tschüss, eure Ulrike.